Hallo zusammen, hier ist der Trill und herzlich willkommen zurück zu dem letzten Matchmaking-Abenteuer in diesem Jahr und nach 10 Jahren CSGO auch dem letzten Matchmaking-Abenteuer mit Counter-Strike Global Offensive Clips. Ich hatte noch ein paar Clips seit dem letzten Matchmaking-Abenteuer da. Das sind die letzten, die in diesem Video landen werden. Diese Serie hat vor über 8 Jahren gestartet, am 15. Mai 2015 und war Hauptgrund auch mit dafür, dass dieser Kanal so erfolgreich geworden ist. Und das hier ist die letzte Folge, wo wir unser heißgeliebtes Game CSGO sehen werden. Und als kleinen Abschied dafür habe ich noch ein kleines Geschenk für euch dabei. Da gucken wir mal gerade rein. Ich weiß selber nicht, was drin ist. Oh! Nein! Es ist ein wunderschönes Switzerland-Display. Wallab, heute bis zum 30. November startet der Black Friday Sale bei Displayed. Da könnt ihr beim Kauf von 1 bis 2 Displays ganze 35% sparen. Beim Kauf von 3 bis 4 Displays gibt es 39% Rabatt. Und wenn ihr direkt voll reingeht und kauft für die ganze Familie Weihnachtsgeschenke, dann gibt es sogar 44% ab dem Kauf von 5 Displays. Das ist der letzte fette Sale. Es gab nie mehr als 44% bei Displayed. Also wenn ihr noch ein paar schöne Weihnachtsgeschenke braucht, checkt natürlich gerne unseren langjährigen Matchmaking-Abenteuer-Sponsor Displayed ab. Da gibt es jetzt auch wieder ein paar sehr, sehr schöne Counter-Strike-Motive zu kaufen. Und nach dem kleinen Partner-Plug hier jetzt ganz viel Spaß mit dem letzten Matchmaking-Abenteuer mit CSGO-Beteiligung. Geht schon durch. Big Banger? Ja. Ich werfe eine Waffe runter, oder? Einer kommt über Short. Ajo, oder? AP. 2L. Wo ist die Galil? Wo ist die Waffe? Wo ist die Galil, Freddy? Du hast die runtergeworfen. Aber hier war doch eine MP9 noch oben. Die hast du weggeworfen, die MP9. Bitte mal eure scheiß Schnauze ein, damit ihr das nicht. Liegt für Banger, es liegt für Banger. Oh mein Gott. Einer hat 15 AP. Mann! Einer vor B noch. Einer wird im Mars. Bombe! Der hat long abgeamt, der ist wahrscheinlich keiner mehr. Sollte eigentlich hier sein. Der Mitte, zur Titte. Lennart auf Masterplay, chill. Ja, schatte mal. Ruhe. Schieß mal ein bisschen rum, dass er abgelenkt ist. Oh, Lennart, jetzt du! Du musst ihn jetzt humbeln. Jetzt schatte aber auch mal. Er humbelt dich. Mach rechts, Klick. Ja! Revolver, nimm sein deutsches Gesicht. Was? Nein, kann ich niemals, ich hab Shotgun. Red Zone einer. Ich mach jetzt mal was Offensives. Ich mach so eine geile Popflash rüber. Oh mein Gott. Du kannst dich sprayen in C2! Zwei sind Blastfire! Ich würde die Farmers nehmen. Oh, ich darf viel mehr frech rein. Muss noch mal rein. Ja, frech. Da war ja keiner. Ja, close. Oh, jetzt, ja. Oh, ich hab bei ihm. Oh mein Gott, du bist so ein Bastard, Alter. Ja. Das kann niemals sein. Oh mein Gott! Mann, du wirfst einfach das Game damit weg. Ja. Okay. Oh! Hey, war das ein Schuss? Ja. Armin, bitte beruhig dich. Armin. Hey, Armin, wir sind halt nicht so gut in dem Spiel, mein Gott. Ja, dann fuck off. Ja. Armin! Was soll ich machen? Lass nicht was smoken, Wir geben gerne. Oh, du Hans, ja. Mutter. Ah ja, dann kann ich es erstmal so rauslocken. Jetzt. Okay, wir haben komplett dicht gemacht. Lass sie mal kommen, bitte. Da ist Paper drin, einer mit Paper richtig an die Kimme. Okay, Paper ist dicht. Junge, wie liegt das? Paper ist locked on. Lass wieder zurück. Ah, das steht dahinter. Lang raus. Yo! Was? Bist du early, ich mach Lady. Komm mal, Ladler. Bitte schau, Löscher. It was at this moment that he knew. Er kommt. Bitte hoch vielleicht. Ich halte es nicht aus. Ich kann dieses Spiel einfach nicht mehr spielen, Alter. Small ist auf dem Dash. Rampe. Ja, Smoke. Wow, lass mal bitte das Ace. Och man, Marius, du bist ein Arschloch. Das waren 5 Klicks. Das waren 5 Klicks, Mann. Oh, scheiße. Oh, sorry, my friend. Ich schon mal mit. Yo, wir haben Zähne hochgezwirbelt. Die fliegen immer so durch, Alter. Das ist krass. Heute ist ein guter Tag, um einen Pizzamagier zu bespielen. Ich glaube, dass die Ecke nicht kennen. 1,50 €. Du hast den falschen Kevin. Ja! 1,20 €.
Nee, auch nicht. In der Mitte! Kevin, du musst doch mal alleine helfen! Was macht ihr denn? Mann, ihr seid so... Hallo! Einer. Oh mein Gott. Einer Window. Einer noch bei Lennart? Ich hab so fette Eier! Headless. Schon mal oh mein Gott! Let's go! Scheiß los! Hallo, ich befinde mich gerade in einem Global Elite Matchmaking und die Gegner sind die ganze Zeit noch nicht allang gekommen. Ich reade gerade mit 15.000 Spielstunden, dass sie jetzt mal lang hitten werden. Wir spielen den Baummagier, wir verstecken uns genau hier hinter, warten bis oben 1 Minute 35 ist und dann werfen wir eine Pop-Flash für die Gegner und werden damit einen Free-Kill bekommen. Viel Spaß, einfach so rüber. Baum deckt uns. Hier, warte, kann man scheinen. Wir stellen uns so vor den Baum, dass wir genau so stehen und genau bei 1 Minute 20 werfen wir eine Links-Click-Rechts-Click-Flash über den Baum, genau so. Dadurch sind alle Gegner blind und wir haben hier ein paar Free-Frags. Genau so. Probiert's doch mal aus. Ich bin gerade auf Nuke unterwegs und ich habe gerade eine schöne Gap gefunden hier auf Nuke. Hier kann man durchgucken und mit ein bisschen Glück sieht man hier jemanden. Da, seht ihr die Waffen? Da war gerade einer. Und den müssen wir uns abzustimmen. Da ist er. Der hat einen Hit, der hat einen Hit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo ist er? Ich sehe nicht. Oh. Der rafft nicht, wo es herkommt. Oh mein Gott, und wir haben den Kill gemacht. Probiert's gerne mal aus. Ich spiele gerade ein Global Elite Matchmaking und uns ist aufgefallen, dass der B-Haus-Spieler gerne sehr offensiv pusht. Deswegen holen wir den jetzt einfach durch die Wand. Viel Spaß. Probiert's doch mal aus. Das Geile ist, ihr könnt die auch Haus laufen lassen und lasert die dann einfach weg. Und den Leker holen wir auch. Es hätte so geil sein können! Was ist der Klorollentest? Okay. Du kennst ja die Pappe in der Klorolle selbst, ne? Ja. Die ist 4,1 cm vom Durchmesser. Ja. Passt dein Lümmel hart dadurch? Ja, ich glaub schon. Ja, siehst du? Oh, scheiße, ist nicht gut dann? Nein, das ist normal. Nein, nein. For real? Die anderen müssen cappen. Ja, ich glaube ich auch. Gibt's hier jemand, der gesagt hat, er passt nicht rein? Lennart. Lennart? Unter Schmerzen, unter Schmerzen, unter Schmerzen. Was ist denn mit dem Alter? So, ich zeige euch jetzt, warum ich 15.000 Stunden habe. Gerade manchmal hatte man so eine Eingebung. Meine Eingebung war, da pusht einer B durch und wird gleich Rampe backstabben. Und der wird full tilt sein, dass ich hier shifte. Ich ficke dich! Scheiße. What? What the fuck? Aber so 5 Meter Höhe, wenn ich runterfall und ich habe eine Überlebenschance und breche mir alle Knochen und liege da mit geknochenen Brochen. Oh Gott. Oh. 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 So, wo ist das Spiel nicht ready? Wo geht nicht rein, ihr deutschen Hunde, die rumheulen? Es geht rein wie Scheiße. Da geht doch wieder CSGO 64 Tickdaddeln, wenn das gehen würde. Es geht rein wie niemals in CSGO reingehen, ihr scheiß Idioten. Armin, ich sag dir genau, was passiert. Wir gehen lang raus. Ja. Du fightest, gibst 10 Schüsse ab und ich krieg innerhalb der ersten 3 Schüsse ihn in den Kopf, obwohl du vor mir stehst. Genau das wird jetzt passieren. Ah! Franz, wegen nächster Woche mit Patentante hat er ja gesagt, du wolltest auch mal Liechtenstein sehen, aber meine Mama meint, die will auch unbedingt mal Liechtenstein sehen. Liechtenstein ist leider ein bisschen weit weg zum Fahren. Ja, müssen wir ja nicht machen. Armin, wo liegt Liechtenstein? Und damit mal wieder herzlich willkommen zurück zum Matzes Ratespiel. Heute mal ein bisschen anders, und zwar habt ihr eben Röder gehört, der Armin fragt, wo denn genau Liechtenstein ist, das sechstkleinste Land auf der Welt. Ihr müsst nun erraten, wo auf der Weltkarte Armin denn genau jetzt Liechtenstein gepinpointet hat. Antwortmöglichkeit A. Armin sagt, dass Liechtenstein links von Deutschland ist. Antwortmöglichkeit B. Armin sagt, dass Liechtenstein ein Bundesland von Deutschland ist und vermutlich irgendwo im Osten ist. Antwortmöglichkeit C. Armin sagt, dass Liechtenstein über Deutschland ist. Oder Möglichkeit D. Armin sagt, dass Liechtenstein unter Deutschland platziert ist. Loggt jetzt gerne mal eure Antwort in den Kommentaren ein und schreibt mal, ob ihr es gewusst hättet. Und hier kommen wir jetzt zur Auflösung. Links von Deutschland. Das ist Luxemburg. Das ist Luxemburg. Liechtenstein. Check dir an. So toll. Bleib einfach am Leben, bleib clean. Armin, es brennt, leg doch für lang! Nein! Der ist vielleicht lang oder sind beide kurz bekannt? Einer kurz. Nein. Na, Hut ab, Armin. Shady pressure mich! Armin guckt lieber 15 Sekunden lang einen brennenden Modi an, statt die Scheißbombe einfach safe zu legen. Ich seh Bombe down, Freunde. Oh, oh.
ich wieder in Interpol. Oh, oh, meine. Keiner Cutters, Bruder, kannst du dich verpissen. Oder Cutters, bleib B. Vor Main, wie nicht. Ein Headshot, Franzi. Rechts raus. Oh mein Gott, das war ein Nate Impact Kill. Der hatte ein HP. Oder bräuchte noch ein Kind oder einen Staubsauger? Wäre von der Seite gefickt. Hello, any young boys here? Was? Hey, geh durch. Einer Capture. Ah, drei Leute. Instant Geil. Aber schön, chill. Oh. Ja. Ich bin der neue Bernie. Sicher Runde. Ist drauf. Nee, das ist drüber weg. Scheiße. Ah! In der Smoke. Drei Stück in der Smoke. Noch einer. Ich werde mal safe legen, Freunde. Anus ist noch da drin. Short. Oh! 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 Hunger! Was hast du denn? Nicht so früh. Ich so, du brauchst. Perfekt, reicht. Warte, kommen wir da durch? Hilf, durch. Ja, ist egal. Helper zu. Helper ist verbrannt. Noch mehr da. Er steht einfach davor, Alter. Jawohl. Shots. Schöne Dinger. Der Headshot-Sound ist schon sehr geil. Lukas, ja, ich gebe dem Mann einen isolierten, okay? Also nur einen Schuss, einen Headshot. Geil, oder? Hallo zusammen. Gerade bin ich in einem CS2-Matchmaking und ich habe hier einen Spot gefunden. Auf einer kleinen Kante stehe ich hier. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich jetzt die Gegner hole. Viel Spaß. Probier's gerne mal aus. Ich werde dir nach deinem Rage sagen, du bist ein Weiß. Aus dem Warum Avis? Nein, eine Echo. Ja, und dein Rating sagen, du wusstest nicht, dass er eine AWP hat. Der hätte auch nur im 4 haben können. Wie ihr gerade gehört habt, haben wir ein bisschen Streit im Team. Dann ist es wichtig, dass ihr mal eine Hero-Runde holt. Ich gehe jetzt hier alleine mit der Bombe in den Untergrund, flashe mich hier vor mit einer Rechtsklick-Linksklick-Flash, flashe, drehe mich weg von der Gegner-Flash, kriege ein paar Wallbangs, aber ich nehme den in den Untergrund. Dann gehen wir weiter. Toilet's offensichtlich noch ein weiterer Spieler. Den werden wir auch noch holen. Rum und Bomb. Ich werde geblockt von meinem Rattenmate, da müsst ihr auch mal gegenbleidigen. Ihr blockt mich, ihr Wichser. Ihr Wichser, ihr blockt mich. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr garantiert einen Lower Zeus Kill bekommt, wenn ihr zum Beispiel eine Eco habt. Umso älter ihr seid, desto schlechter wird eure Reaction Time. Ihr geht in die Ecke, 20 oder drunter hier eben, 20 bis 25 hier, 30 plus hier, ab 40 irgendwo hier. Ich fühle mich 5 Jahre jünger als ich bin, deswegen gehe ich hier auf den Fixpunkt für 20 bis 25 und habe einen erfolgreichen Lower Zeus Kill. Macht's gerne mal nach. Hallo, ich befinde mich gerade in einem Global Elite Matchmaking und ich werde jetzt einen aggressiven Short Push bespielen mit meinem Mate Freddy mit einem Rumboost. Wir starten hier und Rumboosten dahin. Rauf auf den Mate. Wir rennen. Nope. Rauf auf den Mate. Wir rennen. Und rein in die Mitte. Mein Mate ist tot. Und ich auch. Probiert's mal aus. 90 Flöcher. Und ihr schafft es trotzdem nicht. Hallo, wo gehen die Schüsse hin? Wo zum Teufel gehen die hin? Wo gehen die hin? Ihr Spiel ist scheiße. Dort einer. Ich schieß genauso an die Wand. Genauso habe ich auf den Gegner geschossen. Da waren locker, hätten da 7 oder 8 Hits dabei sein müssen. Wo gehen die hin? Die verschwinden. Bitte, Mollo. Guck's, ich komme. Double Molly B. Ey! Nein! Steh, du ekelhaftes Schwein! Warum checkst du dein Eck nicht? Nein. Mikrofon hinter euch. Ah ja, das kann ich bestätigen. Mikro. Das ist der Spawn. Treppen. Treppen, da wo die Abwehr war. Oh! Das war unlucky. Oh, der war aber lecker! Wie heißt du hier steht? Guck mal. Du the stanky leg. Du the stanky leg. Was ist das? Bruder, chill doch mal. Bruder ist langweilig, die kommen nicht. Die kommen nicht. Das ist so wie wenn Bruder ist langweilig, das ist richtig genervt. Kommt doch endlich mal. Ich könnte. Mach CT Smoke. Achso, du machst. Du musst dann gehen, ne? Mollo 1 ist raus. Mollo 2 ist raus. Irgendeine Flasche, geil. Und go. Ziege die Blende. Go. Kopf hin. Dark. Geil, der ist verbannt. Dark. Down. Ich hab Pool. Down. Ja, haha, wuhu. Haben die gekauft? Nerds. Ja.
Da kommt der volle Executor, der Beta. Echt Klaus. Der war lecker. Rudi, ich habe kein 1.6 gespielt. Ne? Ich habe mit CSS angefangen 2009. Als ich 16 geworden bin, habe ich mir das legal dann gekauft im Mediamarkt. Und 1.6 habe ich Lifetime 3 oder 4 Stunden gespielt. Am nächsten so eine Betonung auf legal, weil ich mit 12 versucht habe, mir GTA San Andreas zu kaufen beim Mediamarkt. Und die hat gefragt, ob ich 16 bin. Da habe ich gesagt, naja, klar. Und hat die nach dem Ausweis gefragt. Da habe ich gesagt, habe ich mit dem Führerschein im Auto liegen lassen. Dann hat die gesagt, ich soll mich verpissen. Und da habe ich mich das nicht mehr getraut und habe mir CSS erst legal gekauft. Bitte oben hier. Los, kommt der, oder? Let's fucking go, es geht so rein! Oh mein Gott, geht hier rein! Mann, der shottet low. Der Monte hab ich noch. Spray funktioniert immer noch nicht. Und Fast Switch. Burning, my ass is burning! Oh! Oh! Springst du, Armin? Ah! Ey, ich schwimme! Bates! Komm doch mal runter da! Du bist in dem Schild gestuckt. Armin! Feuerwerk! Ja, guck mal, das müsst ihr aber auch mal lernen. Ihr CSGO-Shits. Da liegt eine Smoke. Und ihr denkt, du bist safe. Nee, da steht einer hinter. Jetzt nailen und dann weg mit denen. Macht doch mal solche Plays. Warum macht ihr das nicht, ihr Bots? Wo ist noch einer? Ich hab ja nur 2 Dings verteilt, Alter. Holy fuck. Oh, du bist der Allerbeste. Was war das hier? God Given? Ne, was war das? God's Creation? Ne, wie war das? Das waren 2 fucking Klicks. God's Strongest Warrior. Da bin ich stolz drauf. Du kleine Bitch, ich lass den extra durchlaufen. God's Strongest Warrior wird God's Biggest Idiot. Okay, jetzt wir gehen raus. Links los. Bock rechts. Woo! Frax. Kann jetzt mal Glück nicht. Der nächste No-Scope, dann 5er Sub-Bombe. Nein, ich bin arm. Einer pusht B durch. Oh, what the fuck? Hallo, heute spielen wir Nuke im C2 Matchmaking und ich bin für die Rampe verantwortlich. Ich zeige euch jetzt, wie ich die gerne halte. Seht ihr, wie ich die halte? Oder war einer? Scheiße. So, und dann geht ihr nach unten. Immer mit der Ruhe. Ich weiß, die steppen hinter dir, aber ist doch egal. 2 mindestens. Oh, einige. Probiert's doch gerne mal aus. Toll, ich bin natürlich dieser Fotzmengel. Wer schaut jetzt eigentlich mal mit mir Brokeback Mountain? Ich, Bernie. Ich habe letztens vorgestern habe ich dran gedacht. Ja, ohne Witz. Ich da dachte ich mir so einen Jungsabend und wir gucken Brokeback Mountain und fangen gegenseitig an, uns die Schwänze runter zu wichsen. Ja. Genau das. Genau so. Schweine aim. Failing there and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine, aim. Schweine.